Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Im Rahmen der Serie Development Snacks möchte ich euch heute zeigen, wie ihr im Browser einfache 2D-Spiele in charmanter 8-Bit-Grafik erstellen könnt. Viel Spaß dabei! Unter dem Titel MakeCode fasst Microsoft verschiedene Dienste zusammen, welche den Einstieg in die Programmierung erleichtern sollen. Im Rahmen des heutigen Videos schauen wir uns den Bereich Arcade an, welcher es ermöglicht, mit Hilfe von Blöcken, die per Drag and Drop auf einer Zeichenfläche positioniert werden, einfache Spiele zu erstellen. Wir öffnen nun arcade.makecode.com in unserem Browser, um in den Arcade-Bereich zu gelangen. Hier können wir für den Einstieg verschiedene Tutorials durchführen, welche Schritt für Schritt einen durch den Erstellungsprozess des eigenen Spiels leiten. Oder aber man erstellt direkt sein eigenes Projekt, was wir machen werden. Dazu klicken wir auf Neues Projekt und vergeben als Namen Duck Race. Wir sehen im linken Bereich einen Emulator, welcher unser Spiel direkt anzeigt. Noch ist der Screen allerdings leer, aber dies wird sich in Kürze ändern. Im rechten Bereich sehen wir bereits einen ersten Block beim Start. Hier können wir Initialisierungslogik hinzufügen, welche beim Starten des Spiels ausgeführt wird. Beginnen wir doch zunächst damit, die Farbe des Hintergrunds auf Türkis zu ändern. Dazu öffnen wir den Bereich Szene und wählen den Block Setze Hintergrundfarbe auf aus. Diesen fügen wir nun unserem beim Startblock hinzu. Anschließend können wir hier hinten noch die jeweilige Farbe auswählen und setzen dies auf Türkis. Nach kurzer Zeit aktualisiert sich der Emulator und zeigt uns jetzt unsere neue Hintergrundfarbe an. Wir wollen zunächst unseren Spieler hinzufügen. Dazu öffnen wir den Bereich Sprites und wählen den oberen Eintrag. Diesen positionieren wir direkt unterhalb des Setzens der Hintergrundfarbe. Wir ändern den Namen des Sprites auf Player Sprite und editieren das Erscheinungsbild. Dabei stellen wir sicher, dass die Größe auf 16x16 Pixel steht. Wir können nun entweder selbst etwas designen oder einen Eintrag aus der Galerie auswählen. Ich wähle hier die Ente. Wir sehen nun im Emulator bereits unsere Ente in der Mitte des Bildschirms platziert. Nun wollen wir einen kurzen Text anzeigen, welcher vom Spieler per A-Button bestätigt werden muss. Dazu wählen wir Spiel und den Eintrag Zeige langen Text aus. Als Text wählen wir Lass uns ein neues Spiel beginnen. Wir wollen nun ein weiteres Objekt zur Spielfläche hinzufügen. Dazu wählen wir Sprites und wieder den ersten Eintrag aus. Wir ändern den Namen der Variablen auf FoodSprite und wählen als Sprite eine Erdbeere. Anschließend setzen wir den Typ auf Food. Wir wollen nun unser Ziel, die Erdbeere, noch positionieren. Dazu öffnen wir wieder den Abschnitt Sprites und wählen den Eintrag Setze Position. Die Werte für X und Y sollen dabei zufällig gewählt werden. Daher öffnen wir Mathematik und nutzen den Block Wähle eine zufällige Zahl. Der Wertebereich soll hier jeweils zwischen 20 und 100 sein. Unser Spiel soll eine Dauer von 30 Sekunden haben. Daher wählen wir den Abschnitt Info und den Block Starte Countdown aus und setzen den Wert auf 30. Wir wollen sicherstellen, dass der Spieler mit unserer Figur das Spielfeld nicht verlassen kann. Daher öffnen wir noch einmal den Abschnitt Sprites und wählen den Block Setze Sprite im Bildschirm bleiben aus und setzen den Wert auf 1. Damit sich der Spieler überhaupt bewegen kann, öffnen wir den Abschnitt Controller und wählen den Block Bewege Sprite mit Knöpfen aus.
Nun können wir unser Spiel bereits starten und mit WASD bzw. den abgebildeten Cursor-Tasten unsere Spielfigur bewegen. Aber es passiert noch nichts, wenn wir eine Erdbeere berühren. Dies wollen wir nun ändern. Wir öffnen den Abschnitt Sprites und scrollen nach unten zum Bereich Überlappung und wählen den ersten Eintrag aus. Diesen positionieren wir einfach irgendwo auf der Zeichenfläche. Wir müssen uns sicherstellen, dass Sprite vom Typ Player und Other Sprite vom Typ Food ist. Wenn dies der Fall ist, dann wollen wir unsere Erdbeere an einer anderen Position wieder einfügen. Also öffnen wir wieder den Bereich Sprites und wählen den Eintrag Setze Sprite auf Position. Die Werte von X und Y wollen wir wieder per Zufall setzen. Anschließend ziehen wir Other Sprite auf My Sprite und entfernen My Sprite von der Zeichenfläche durch Drücken der Entferntaste. Außerdem wollen wir dem Spieler einen Punkt geben, daher öffnen wir den Abschnitt Info und wählen Ändere Punktzahl um 1 aus. Nun können wir unser Spiel noch einmal testen. Wenn wir nun mit unserer Spielfigur eine Erdbeere berühren, dann wird uns automatisch ein Punkt gutgeschrieben und eine neue Erdbeere wird angezeigt. Zu guter Letzt kommen wir zum Ende des Spiels. Hierzu wählen wir Info und den Eintrag Wenn Countdown Ende. Im Abschnitt Spiel wählen wir den Eintrag Game Over und setzen diesen auf Gewinnen. Außerdem fügen wir noch den Block Spiel zurücksetzen hinzu. Damit ist unser Spiel bereits fertig. Sobald wir die A-Taste drücken, startet unser Countdown und wir müssen nun versuchen, so viele Erdbeeren wie möglich zu erwischen. Am Ende werden wir mit Konfetti und unserer erreichten Zahl beglückwünscht. Um nun das Spiel mit Freunden zu teilen, wählen wir am oberen Bildschirmrand den Eintrag Teilen aus und können beim Bedarf den Namen noch ändern. Wenn wir nun auf Projekt Veröffentlichen klicken, erhalten wir eine URL, welche von anderen Spielern verwendet werden kann, um das Spiel selbst einmal zu spielen. In diesem Video habe ich euch gezeigt, wie ihr ohne großen Aufwand euer eigenes kleines 2D-Spiel mit der Hilfe von MakeCode direkt im Browser erstellen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und seid doch auch beim nächsten Video wieder mit dabei.